Ja, herzlich zu unserem letzten Vortrag in unserer Reihe Faszination Astronomie Online, passenderweise entsprechend mit einem Jahresrückblick. Mein Name ist Markus Pössl vom Haus der Astronomie. Ja, mein Name ist Caroline Liefke und wir haben als Einstiegsbild hier mal das Thema gewählt, das vermutlich die meisten von uns anstatt der Astronomie eher bewegt hat. Aber ja, ob es nun das Sternbild Corona Borealis ist oder andere Themen aus der Astronomie, die haben zumindest dann und wann mal auch unsere Aufmerksamkeit geweckt. Und das ein oder andere davon wollen wir uns heute anschauen. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen subjektiv. Also wir haben so ein paar Highlights für uns auch rausgepickt. Das heißt jetzt, vielleicht bleibt das ein oder andere Thema unterm Tisch, von dem ihr vielleicht sagt, das wäre jetzt auch super wichtig, war super spannend gewesen. Aber schauen wir mal, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was ihr meint, dass euch noch fehlt zum Schluss hinten dran. Steigen wir doch einfach mal ein zum Jahresbeginn mit was Erfreulichem, nämlich mit dem Blick auf die Sonne. Ein neues Teleskop wurde eingeweiht bzw. ist in die Testphase gegangen Ende Januar. DKIST, das Daniel K. Inouye Solar Telescope, ein Teleskop bodengebunden mit 4 Metern Durchmesser. Damit ist es das größte Sonnenteleskop überhaupt, das wir auf dem Planeten haben. Und es hat ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich rattenscharfe Bilder und auch Videos geliefert, halt eben von der Sonnenoberfläche. Sonnenbeobachtung vom Erdboden aus ist ja gar nicht so einfach. Da ist normalerweise die Erdatmosphäre ziemlich gut da drin, zu verhindern, dass wir da scharfe Bilder kriegen. Aber die Techniken, die man da auch für, ja, ich sag mal, Teleskope, die nachts arbeiten, entwickelt hat, die funktionieren eben auch bei Tage ziemlich gut, sodass man halt eben mittlerweile halt auch von der Sonne, ja, feinste Detailaufnahmen sehen kann. Details, die so klein, so fein sind, dass man wirklich versuchen kann, ja, dem Inneren unserer Sonne auch damit auf die Spur zu kommen. Ähnliches hat man dann ungefähr ein halbes Jahr später auch nochmal vom Weltall aus gehabt. Solar Orbiter, ein ESA-Satellit, hat ja die ersten Bilder geliefert. Eigentlich wurden die schon ein bisschen vorher aufgenommen, aber Mitte Juli wurden die veröffentlicht. Und man hat auch da wieder jede Menge feine Details sehen können, insbesondere im Vergleich zu dem, was man vorher hatte. Das Bild, was wir da auf der rechten Seite sehen, ist jetzt nicht im sichtbaren Licht entstanden, sondern ist eigentlich ein UV-Bild, also eine Falschfarbendarstellung der Sonnenkorona. Und da ist mit so einem kleinen Pfeil markiert, ja, ein klitzekleines helles Aufleuchten. Ein sogenanntes Lagerfeuer hat man das genannt. Winzig kleine Helligkeitsausbrüche, bei denen wir mittlerweile davon ausgehen, dass das eigentlich das ist, was ja in ständiger Ausfertigung sozusagen, also kontinuierliches Ausbrechen von solchen winzig kleinen Helligkeitsstupsern sozusagen, die früher, nennt man die auch in der Wissenschaft Nanoflares, dafür sorgen, dass letztendlich die Korona, also die äußersten Schichten der Sonnenatmosphäre, aufgeheizt werden. Ja, auch andere Sterne haben Dinge getan in ihren Atmosphären. Was genau ist allerdings so die Sache? Nun kommt natürlich hinzu, dass man jene anderen Sterne bei weitem nicht so detailreich sehen kann wie unsere Sonne, dass man hier überhaupt den Stern nicht als eine Punktquelle sieht in dieser Aufnahme des Very Large Telescope der ESO, sondern als Oberfläche, die zumindest ungefähre Strukturen hat, ist insofern ja schon sehr ungewöhnlich. Das liegt auch nur daran, dass Betelgeuse uns dann eben doch relativ nahe ist und vor allem eben auch ein richtiger Riesenstern. Und Betelgeuse hat eben ungefähr seit Oktober 2019 bis April 2020 seine Helligkeit verloren, ist also tatsächlich runtergegangen, bis er ganz am Ende, am Tiefpunkt, nur noch 40% so hell war wie normalerweise. Nun ist Betelgeuse natürlich etwas, wo man als Astronomiebegeisterter immer sofort denkt, roter Riese, der wird irgendwann mal Supernova gehen. Das wäre natürlich auch sehr spektakulär. Aber tatsächlich ist Betelgeuse letztlich eines der wenigen Dinge gewesen, die 2020 nicht kaputt gegangen sind. Insofern blieb immer noch dieses Rätsel, was hat es damit auf sich mit dieser Helligkeitsverminderung? Und eine endgültige Antwort gibt es darauf nicht, aber es gab zwei interessante Ansätze, auch jeweils durch Beobachtungen gestützt. Zum einen hätte sein können, dass es sich tatsächlich um das Analogon eines Sonnenfleckes handelt, also um eine kühlere Region, um einen Sternfleck. In der kühleren Region dann natürlich auch entsprechend deutlich weniger Leuchtkraft. Das kann insgesamt so einen Effekt bewirken. Das haben
unsere Kollegin Tavisha Dharmavardhana und ihre Kollegen entsprechend mit Beobachtungen unterlegt, unter anderem Beobachtungen in einem Bereich, wo man Staubwolken hätte sehen müssen, aber trotzdem noch eine Helligkeitsverminderung hatte. Also das ist ein Erklärungsansatz. Später kam dann allerdings entsprechend Andrea Dupree und ihr Team und haben gesagt, nein, das ist doch tatsächlich ein Staubausstoß, den dieser Stern da entsprechend vorgenommen hat und der ihn zwischenzeitlich etwas abgeschattet hat. Letztlich muss man ja immer schon froh sein, wenn nichts Umwälzendes passiert ist. Also Betelgeuse ist nach wie vor da. Wir warten nach wie vor entsprechend auf die Supernova, zumindest über die nächsten 10 bis 100.000 Jahre. Ist das eine deutliche Möglichkeit? Und ja, ansonsten ist das sozusagen unter den Geschichten, die wir von 2019 geerbt haben und in das Jahr 2020 rübergezogen haben, noch eine der harmloseren. Ja, ein weiteres Thema, das eigentlich schon im letzten Jahr begonnen hat, ist das Thema Starlink und andere Megakonstellationen und was diese Satellitenmassen für Auswirkungen nicht nur auf die Astronomie, sondern ganz allgemein halt eben für den Anblick des Sternenhimmels haben. Das ist aber so ein Thema, das ist in diesem Jahr nochmal so richtig hochgekocht, unter anderem auch deshalb, weil dann eben auch die Profi-Astronomen tatsächlich mal, ja, an eigenem Leibe erfahren durften, was passiert, wenn die Starlink-Satelliten dann mal eben zum Beispiel, wie hier auf der linken Seite zu sehen, durch das Gesichtsfeld von einem Großteleskop geflitzt sind. Da werden dann tatsächlich auch Aufnahmen ruiniert, wenn da so richtig, richtig helle Satelliten und das gleich in der ganzen Flotte da einmal durch die Aufnahme ziehen. Tatsächlich war es natürlich aber auch so, dass dadurch, dass viele von uns jetzt gerade im Frühjahr diesen Jahres zu Hause geblieben sind, abends lauen Frühsommer mal an den Himmel geschaut haben, dann eben auch tatsächlich die Starlink-Satelliten, die dann mehr und mehr ja immer wieder gestartet wurden, auch gesehen haben. Das hat zu einer ganzen Reihe von UFO-Meldungen geführt und da hängt natürlich auch ein ganzer Themenkomplex damit dran, welche Problematiken da alles auftreten. Also nicht nur sozusagen, dass wir das Kulturgut Nachthimmel dadurch ja im wahrsten Sinne des Wortes beschädigen, dass Astronomen innen Probleme bei ihrer Beobachtung haben, sei es Profi oder Amateure. Es ist ein Problem, das weitreichende Auswirkungen hat. Da wurde fleißig debattiert, auch gerade in Profikreisen, wie ernst ist denn jetzt überhaupt die Lage? Ist da tatsächlich auch die Forschung beeinträchtigt? Ja, letztendlich. Was kann man dagegen tun? Die Firma SpaceX, die hinter Starlink steckt, hat im zweiten Anlauf von Nachbesserungsversuchen mit Hilfe von Abschirmungen und entsprechender Neigung des Satelliten auch tatsächlich es hinbekommen, dass jetzt im Herbst und im Winter diesen Jahres das Thema Starlink mehr oder weniger wieder in der Versenkung verschwunden ist. Wir haben mittlerweile mehr als 900 Satelliten im Orbit. Von den letzten Starts hat man aber kaum noch was mitbekommen. Und ja, die seit neuestem gestarteten Satelliten sieht man auch kaum noch, weil sie eben tatsächlich dunkler sind. Das heißt jetzt nicht, dass das Problem verschwunden ist, ganz im Gegenteil. Sie sind ein bisschen dunkler geworden, die Starlink-Satelliten, aber auf Teleskopaufnahmen sind sie nach wie vor da. Und insbesondere ist Starlink natürlich auch nicht die einzige Firma, die plant, gleich mehrere hundert oder tausend Satelliten in Orbit zu bringen. Da hängen rechtliche Konsequenzen dran und nach wie vor ist ungeklärt, wie denn jetzt eigentlich diese Situation gelöst werden soll, wie das weitergehen soll und wer das kontrollieren soll. So, es gab ja Jahre, wo man tatsächlich noch in die Nachrichten kommen konnte, indem man einen neuen Exoplanet entdeckt hat. Und das Ganze wurde im letzten Jahr dann entsprechend ja auch mit dem Nobelpreis noch einmal geehrt, die Entdeckung neuer Exoplaneten. Insofern, neue Exoplaneten entdecken hat inzwischen einen deutlich reduzierteren Nachrichtenwert. Deswegen haben wir hier mal das Gegenteil genommen. Es ist tatsächlich dieses Jahr ein Exoplanet von der Bildfläche verschwunden. Auch das hat sich entsprechend schon angekündigt. Tatsächlich war Formalhaut B, das ist das entsprechende Objekt, beziehungsweise so hieß es noch, als es ein Exoplanet war. Tatsächlich ist das Mitte der 2000er Jahre entdeckt worden, und zwar ungewöhnlich für Exoplaneten, die ja meist indirekt nachgewiesen werden, ungewöhnlich für Exoplaneten tatsächlich mit einer direkten Abbildung. Das ist ja sehr schwer, solche Exoplaneten generell abzubilden, einfach weil sie so stark von ihren Sternen überstrahlt werden. Dann hat man diesen vermeintlichen Exoplaneten Formalhaut B über einige Jahre
verfolgt. Am Anfang sah es auch so aus, als würde er, wie es sich für Planeten gehört, einer Keplerbahn, also einer klassischen Planetenbahn, folgen. Dann kamen erste Abweichungen. Dann wurde auch der Planet etwas unschärfer. Hier rechts ist das mal entsprechend in Bildern mit dem Hubble-Weltraumteleskop, die jetzt hier für mehrere Jahre überlagert wurden, dargestellt. Und dieses Jahr kam eine entsprechende Meldung, die tatsächlich darauf hinausläuft, dass die Autoren sagen, das war von Anfang an gar kein Exoplanet, sondern was wir da beobachtet haben, war die Kollision von zwei kleineren Objekten mit jeweils rund so 200 Kilometern Durchmesser. Das Ganze sieht man ja auch links in der entsprechenden, in einer entsprechenden größeren Aufnahme, findet ja auch in einer Staubscheibe statt. Da sind also eine ganze Reihe solcher vorplanetarischen Objekte, die man da entsprechend vermuten kann. Und was wir jetzt halt seither sehen, wie gesagt, das ist dann rechts dargestellt, ist halt, dass diese Staubwolke, die sich bei der Explosion, diese Trümmerwolke, die sich bei der Explosion gebildet hat, entsprechend auseinanderläuft. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Planet, sondern eigentlich etwas noch Spannenderes, nämlich ein vergleichsweise selten direkt zu beobachtendes Ereignis, das aber vermutlich auch im frühen Sonnensystem sehr häufig war, nämlich dass in diesem doch relativ übervölkerten Raum rund um einen entsprechenden jungen Stern tatsächlich dann auch Objekte zusammenstoßen. Also hier ein entsprechend spannendes, vorübergehendes Himmelsphänomen, gleichzeitig eben ein Exoplanet weniger, aber hey, bei so vielen entdeckten Exoplaneten, wer vermisst sowas? Ja, zu den vergänglichen Himmelsobjekten zählen auch Kometen. Da hat man normalerweise eigentlich immer pro Jahr einen ganzen Haufen von am Himmel. Die allermeisten davon sind allerdings eher was für, ja, ich sag mal, die Profis unter den Hobby-AstronomenInnen und nur im Teleskop sichtbar. Jetzt hatten wir nach vielen Jahren endlich mal wieder einen Kometen, der insbesondere halt eben auch von der Nordhalbkugel der Erde aus gut zu sehen war und bei guten Bedingungen sogar mit bloßem Auge. NEOWISE wurde entdeckt Ende März diesen Jahres und ist dann Anfang Juli auch richtig hübsch geworden. Zuerst war er nur am Morgenhimmel zu sehen, das ist im Juli natürlich relativ früh, ist dann aber so Mitte des Monats halt eben auch an den Abendhimmel gewandert und war dann bis Ende des Monats auch fast die ganze Nacht zu sehen. Man musste allerdings gerade zum Schluss dann teilweise aber auch sehr, sehr genau hingucken, und nicht erwarten, dass einem der Komet wirklich ja den ganzen Himmel überdeckt. Aber er war dann tatsächlich doch mal wieder ein Komet, der es halt eben auch wirklich ja für den Laienbeobachter interessant gemacht hat, solche Kleinkörper in unserem Sonnensystem zu verfolgen. Ursprünglich hat man gar nicht daran geglaubt, dass NEOWISE seine Passage an der Sonne übersteht und war deshalb relativ überrascht, dass wir von dem tatsächlich mal was haben würden. Es ist ja in den Vorjahren immer mal wieder vorgekommen, dass wir Kometen beobachtet haben, uns dann Hoffnungen gemacht haben und diesmal hat es jetzt tatsächlich endlich auch mal wieder geklappt. Ja, anderswo in unserem Sonnensystem ist das mit den Hoffnungen auf gewisse andere Dinge so eine Sache. Ja, letztlich ist natürlich die Idee, dass es da draußen noch irgendwo Leben geben könnte, mit die zugkräftigste, die publikumswirksamste Behauptung, die man aufstellen kann. Das ist natürlich jetzt, seit Exoplaneten entdeckt sind, auch für die AstronomInnen noch einmal deutlich interessanter geworden als vorher. Insofern hat es einen entsprechend großen Widerhall gefunden, als im September entsprechend ein Team um Jane Greaves von der Cardiff University die Nachricht hatte, Mensch, da sind in der Venusatmosphäre in entsprechenden Hochwolken, die da bei 50 bis 70 Kilometer über die ja sehr dicht bewölkte Venus ziehen, chemische Stoffe, genauer gesagt Phosphan, gefunden worden, deren Anwesenheit man eigentlich nicht so recht erklären kann. Und wenn man die Anwesenheit von Stoffen, die auch mit entsprechend den Randgebieten der organischen Chemie zu tun haben könnten, nicht erklären kann, ist natürlich entsprechend Leben als Urheber solcher Stoffe auch ein Thema, was immer im Raum steht. Insofern, selbst wenn Jane Greaves und ihr Team da bei der Presseerklärung, wie es sich gehört, entsprechend zurückhaltend waren und nicht gesagt haben, hey, wir haben Leben gefunden, sondern entsprechend die Möglichkeiten da entsprechend auf den Tisch gelegt haben,
In der Presse kam es natürlich auf als mögliches Leben auf Venus an, hat entsprechend viel an Aufmerksamkeit bekommen. Und eine spannende Sache ist jetzt, dass es über den weiteren Verlauf des Jahres hinweg tatsächlich die Möglichkeit gab, Wissenschaft live mitzubeobachten. Erst ein weiteres Team, was dagegen hielt, dass bestimmte der Spuren vielleicht auch durch Schwefeldioxid erklärbar wären, dass es andere Probleme gab mit einer Beobachtung, die damit einfloss, mit dem ALMA-Observatorium. Dann haben Greaves et al. Noch einmal nachgelegt und haben auch ihre Analyse noch einmal etwas verfeinert, haben gezeigt, dass das Signal zwar schwächer ist als ursprünglich behauptet, aber dass es nach wie vor diese Anomalie gibt, die einer Erklärung harrt. Also das ist nach wie vor nicht so ganz klar, was da gelaufen ist. Auch das wird sich weiterentwickeln. Für uns ist das eigentlich insofern auch sehr spannend, als dass natürlich der Nachweis von Leben außerhalb unserer Erde eines der spannendsten Themen ist, was die Exoplaneten angeht, also Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Und auch da ist klar, wenn in den nächsten 20, 30 Jahren ein entsprechender Nachweis gelingt, dann wird er genau diese Art von Form haben. Also man wird vermutlich sagen, hier in der Atmosphäre haben wir bestimmte chemische Signaturen mit bestimmten Eigenschaften gefunden, die wir eigentlich nur dadurch erklären können, dass da beispielsweise Sauerstoff produzierende Lebensformen sind. Das heißt, in gewisser Weise haben wir jetzt im Kleinen schon einmal durchgespielt, was uns da an Diskussion dann auch vermutlich über die erste Entdeckung von Leben auf einem Planeten außerhalb des Sonnensystems blüht. Insofern ganz spannend. Ansonsten natürlich ein weiterer Grund, um die Venus vielleicht einmal wieder direkt zu besuchen und dann vielleicht direkt zu schauen, wie sieht es jetzt in jenen oberen Wolkenschichten, die uns da jetzt so ein bisschen Rätsel aufgegeben haben, tatsächlich aus. Ja, anderswo in unserem Sonnensystem ist man da teilweise sogar schon ein bisschen weiter. Die Venus ist ja nun ein Ort, wo wir zwar durchaus schon gelandet sind, wo Raumsonden aber normalerweise nicht besonders lange Bestand haben, aufgrund der Bedingungen, die da an der Oberfläche herrschen. Wenn wir allerdings genauer untersuchen wollen, wie das jetzt zum Beispiel mit Spuren des Lebens oder überhaupt ganz allgemein mit der Chemie, der chemischen Zusammensetzung auf anderen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem aussieht, dann ist es eigentlich das Beste, wenn wir Proben hätten, die wir auf der Erde analysieren können. Da haben wir in diesem Jahr eine ganze Reihe von Schritten gemacht. Der allererste war das Rückführen oder eigentlich genauer gesagt war das auch schon wiederum etwas, was im letzten Jahr passiert ist. Die Raumsonde Hayabusa 2 hat Proben gesammelt auf dem Asteroiden Ryugu. Die sind jetzt zurückgekommen, vor ein paar Wochen gerade erst. Da sieht man hier unten rechts einen Blick sozusagen in den Probenbehälter des Asteroiden. Also Material von einem Gesteinsbrocken, der ein Überrest aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems ist. Das Gleiche haben nicht nur die Japaner, sondern halt eben auch die Amerikaner betrieben. Allerdings ist da die Probenentnahme noch nicht so lange her. Das ist dann jetzt dieses Jahr im Oktober passiert. OSIRIS-REx war bei einem anderen Asteroiden, Bennu, und hat da also in einem hier schön in einer Bildsequenz dargestellten Ansaugvorgang eigentlich sogar mehr Material gesammelt, als wie man da eigentlich hätte brauchen können. Da ging dann fast schon der Deckel nicht mehr zu. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis das Zeug dann wieder bei uns ist. Das muss nämlich erstmal wieder seinen Weg zurück hier zur Erde finden. Und genau wie bei Hayabusa 2 dauert das noch ein bisschen. Bisschen einfacher ist das bei unserem nächsten Nachbarn im Universum, nämlich dem Mond. Da ist im Moment China Vorreiter. Nach mehr als 40 Jahren haben wir erstmals wieder Proben, echte Gesteins- und Bodenproben vom Mond über die Raumsonde Chang'e 5. Die am 1. Dezember auf dem Mond gelandet ist und dann Proben gesammelt hat, die zwei Wochen später dann auch tatsächlich wieder sicher zur Erde zurückgekehrt sind. Da dürfen wir also tatsächlich in beiden Fällen von den jetzt gerade eben gelandeten Proben im nächsten Jahr vermutlich auch tatsächlich schon mit den ersten Ergebnissen rechnen, was man denn da so bei den Analysen auch rausbekommen hat, woraus dieses Material dann besteht, wie ähnlich das zum Beispiel halt eben auch dem Material auf der Erde ist, wie das vielleicht mit Spuren von Bestandteilen von organischem Leben auch in diesem Material aussehen kann.
Gut, eine Sache, wo die Astronomie ja in den letzten Jahren tatsächlich sehr verwöhnt ist, sind die Physik-Nobelpreise. Wir hatten 2017 den entsprechenden Nobelpreis für die Entdeckung der Gravitationswellen, für den direkten Nachweis der Gravitationswellen und damit für den Beginn der Gravitationswellenastronomie. Wir hatten 2019 zur Hälfte die Kosmologie, also das frühe heiße Universum, und zur Hälfte die Exoplaneten. Und in diesem Jahr ging es dann gleich weiter mit einem anderen sehr grundlegenden Thema. Der Physik-Nobelpreis 2020 wurde entsprechend für schwarze Löcher verliehen. Es war ganz interessant aufgeteilt wieder. Die Hälfte ging also entsprechend an Sir Roger Penrose, der ja wirklich einer der Klassiker der theoretischen Erforschung schwarzer Löcher ist. Als es also in den 60er, 70er Jahren darum ging, überhaupt erstmal zu formulieren, was sind das für Objekte innerhalb von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, was sind da die definierenden Eigenschaften. Da hat er eine ganze Reihe grundlegender Ableitungen beigetragen. Das erste ist, dass er eben zeigen konnte, dass innerhalb eines schwarzen Loches, auch wenn es jetzt nicht perfekt idealisiert ist, wie die schwarzen Löcher, die man mathematisch hinschreiben kann, es ja in der Regel sind, sondern ganz allgemein, dass da zu erwarten ist, dass es nach der einen allgemeinen Relativitätstheorie eine sogenannte Singularität gibt, also eine Grenze von Raum und Zeit, an denen die allgemeine Relativitätstheorie dann einfach nicht mehr beschreiben kann, was weiter vorgeht. Das war ein sehr wichtiges Resultat, auch im Hinblick auf die Suche nach einer Ersatztheorie, die uns da dann doch trotzdem weiterhelfen kann. Das ist ja dann die Suche nach einer Theorie der Quantengravitation, die nach wie vor nicht abgeschlossen ist und von der auch nicht absehbar ist, wann sie abgeschlossen sein wird. Ansonsten hat er einige sehr grundlegende Sachen herausgefunden, wie man schwarzen Löchern entsprechend Energie entziehen kann, insbesondere rotierenden schwarzen Löchern. Also, dass das entsprechend mit einem Nobelpreis geehrt wurde, hängt aber sicherlich auch direkt damit zusammen, dass der Nachweis astrophysikalischer schwarzer Löcher, genauer gesagt eben entsprechender kompakter Objekte, die nach unserem heutigen Verständnis nichts anderes sein können als schwarze Löcher, dass der eben entsprechend in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht haben. Und entsprechend wurde die andere Hälfte des Nobelpreises verteilt zwischen hier Andrea Ghez von der UCLA und Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Die haben nämlich seit ungefähr 2003 eine Konkurrenz am Laufen, wer das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße am genauesten beobachten kann. Direkt kann man es natürlich nicht beobachten in dem Falle, sondern man kann immer nur das Umfeld beobachten. Und was hier rechts in Dauerschleife läuft, das ist jetzt von der Genzel-Gruppe, hier Stefan Gillissen war noch beteiligt, entsprechend eine Animation tatsächlich aus Originalbeobachtungsdaten über fast 20 Jahre sind das ja inzwischen, was da eingeht. Und was man da sieht, sind entsprechend die Sterne, die um etwas kreisen, was man hier eben nicht direkt beobachten kann, aber dessen Masse man abschätzen kann, also 4 Millionen Sonnenmassen. Also dergestalt sind dann diese klassischen Beobachtungen, für die es jetzt entsprechend den Nobelpreis gab. Ja, nicht ganz so ein Nobelpreis verdächtig, aber für meine Verhältnisse und für mein Empfinden trotzdem unglaublich eindrucksvoll ist das, was wir gerade in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres aus dem Amateurbereich an Marsfotos gesehen haben. Das ist dann zwar von der technischen Herausforderung noch eine Nummer unter den schwarzen Löchern und dem Versuch, die Bewegung der Sterne um sie herum abzubilden. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Bilder anschaut, die in diesem Jahr mit einfachen Mitteln, also vergleichsweise kleinen Teleskopen und Kameras, wie man sie sich heutzutage ja im Internetfachhandel für die Amateurastronomie einfach bestellen kann, halt eben bekommen kann, das ist schon unglaublich eindrucksvoll. Und teilweise halt deutlich besser als wie das, was auch schon vor 20 Jahren zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop noch aufnehmen konnte. Also wir haben heutzutage mithilfe moderner Technik halt eben die Einzug gehalten hat, in die Amateurastronomie mithilfe ja, von Videoaufnahmen, die auf die schärfsten Einzelbilder
durchsucht wird, die dann wiederum nochmal nachgeschärft werden können mit Hilfe der Bildbearbeitung, Aufnahmen von unserem nächsten Nachbarplaneten, die so feine Details zeigen, dass es wirklich unglaublich eindrucksvoll ist. Ich habe hier mal ein Bild von einem Vereinskollegen und seiner Tochter von mir herausgepickt, das mal so ein bisschen das illustrieren soll. Das ist noch bei weitem nicht das Schärfste, was ich so in den vergangenen Wochen und Monaten von Mars eben im Internet gesehen habe. Da gibt es jede Menge bekannte AstrofotografInnen dann eben auch, die ganz tolle Bilder machen. Nicht nur vom Mars, sondern halt eben auch durchaus von anderen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem. Aber in diesem Jahr war der Mars besonders günstig zu beobachten, weil er Anfang des Monats in Erdnähe stand, mit nur knapp 62 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde. Und ein paar Tage später dann in der sogenannten Opposition zur Sonne, das heißt Mars, Erde und Sonne liegen genau auf einer Linie. Das heißt, der Mars ist dann zu der Zeit halt eben auch die ganze Nacht zu sehen und geht genau dann auf, wenn die Sonne untergeht. Also wirklich allerbeste Beobachtungsbedingungen. Der Mars ist ja jetzt nach wie vor auch noch am Abendhimmel zu sehen. Er entfernt sich dann jetzt natürlich halt aber auch schon wieder von der Erde, wird ein bisschen kleiner. Aber nach wie vor gelingen da tatsächlich auch noch immer hervorragende Aufnahmen. Und man kann eigentlich nur dazu raten, jedem und jeder, der ein Teleskop hat, sollte einfach mal rausschauen. Und selbst wenn man keine passende Kamera dafür hat, um solche Aufnahmen zu gewinnen, einfach mal den Anblick zu genießen dessen, was sich so an Details tatsächlich wahrnehmen lässt auf dem Planeten, obwohl sie teilweise hunderte von Millionen Kilometern von uns entfernt sind. Oft ist es ja so, dass die Dinge, über die sich zu berichten lohnt, entsprechend die Neuigkeiten, die unerwarteten Entdeckungen und Ähnliches sind. Bei den Gravitationswellen muss man dieses Jahr aber sagen, ist eigentlich das Schönste, dass da eine gewisse Routine eingekehrt ist. Also mit dem Observation Run 3, also dem Beobachtungslauf 3, mit dem entsprechend das Jahr eingeläutet wurde bei den Gravitationswellen, ist die Zahl der Beobachtungen noch einmal ganz deutlich gestiegen. Für den ersten Teil dieses Observation Runs gab es dann entsprechend am 28. Oktober eine Katalogveröffentlichung, entsprechend 39 Verschmelzungsereignisse von kompakten Körpern, die sich umkreist haben, dann aufgrund der Gravitationswellenabstrahlung immer näher zueinander gekommen sind und letztlich miteinander verschmolzen sind. Zusammen mit den 11 bereits bekannten solchen Ereignissen sind wir da jetzt also bei 50. Und das ist natürlich genau das, was man sich auch lange erhofft hat, dass die ersten Ereignisse, wo man natürlich für jedes Gravitationswellenereignis immer noch sehr froh war, da überhaupt was gesehen zu haben, dass das jetzt langsam in eine Routine übergeht, dass man Statistik sammeln kann, dass man sehen kann, wie sind denn die Massen verteilt. Hier ist das rechts mal entsprechend etwas aufgezeichnet. Da sieht man also jetzt in Sonnenmassen, welche Objekte da zu welchen anderen Objekten verschmolzen sind, diese blauen entsprechenden schwarzen Löcher. Also da wird die Gravitationswellenastronomie langsam Routine und das heißt, dass man da auch hoffen kann, entsprechend statistisch belastbare Aussagen herauszubekommen und das ist dann seinerseits natürlich auch sehr spannend. Das war jetzt nicht das Einzige, was spannend war, also es gab wieder einen, allerdings in diesem Falle nicht auch im optischen nachgewiesenen wahrscheinlichen Neutronenstern, eine Neutronensternverschmelzung, die da entsprechend aufgezeichnet wurde. Natürlich längst nicht so spektakulär wie die erste, wo man tatsächlich das entsprechende optische oder genauer elektromagnetische Gegenstück hatte. Es gab auch ein Ereignis mit besonders massereichen schwarzen Löchern, also mit Vorläufern von 85 und 66 Sonnenmassen, die da entsprechend verschmolzen sind zu einem insgesamt rund 140 Sonnenmassen schweren Objekt, also ein schwarzes Loch mit solch einer Masse hat man vorher noch nie wirklich nachgewiesen, ein sogenanntes mittelschweres schwarzes Loch. Also da tut sich so einiges an Dingen, die da passieren. Und allerdings ist LIGO und Virgo sind diese Detektoren auch nicht verschont geblieben von der weltweiten Pandemie. Also am 27. März wurde der Beobachtungsrun 3 etwas verfrüht abgebrochen. Und seither sind die Kollegen eifrig dabei, ihre Detektoren entsprechend aufzurüsten, zu verbessern, um dann für den nächsten Beobachtungsrun, den O4, noch besser gerüstet zu sein.
Ja, anderswo ist das mit dem Aufrüsten von Detektoren leider ein bisschen schwierig und traurige Nachrichten gibt es in dem Sinne auch zu vermelden. Am 1. Dezember, wir sind jetzt also schon im letzten Monat unseres Jahresrückblicks angekommen, ist, nachdem das leider eigentlich schon absehbar war, denn ja, schon im Vormonat und auch im August gab es da erste Anzeichen, dass das nun mittlerweile über 50 Jahre alte Arecibo-Teleskop sich seinem Ende nähert. Und am 1. Dezember diesen Jahres ist also die Instrumentenplattform, die normalerweise an diesen drei Pylonen, die man da sieht, über der in die Berge Puerto Ricos eingelassenen Schüssel hängt, in die Schüssel reingefallen und wurde damit zerstört. Da gibt es tatsächlich sogar Videoaufnahmen von, die das live zeigen, wie also da ja wirklich armdicke Stahlseile nacheinander reißen und dann dementsprechend dieses wertvolle Instrumentarium nach unten fällt. Tatsächlich ist es so, dass das Ganze so ein bisschen zu befürchten war schon über Jahre hinweg. Das Teleskop ist lange Zeit unterfinanziert gewesen, konnte notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten nicht durchführen und befindet sich ja generell auch in Puerto Rico nun in einem Land, das in den Vorjahren von Naturkatastrophen auch arg mitgenommen war. Dementsprechend hat man es hier also durchaus mit einem wissenschaftlichen Totalschaden zu tun. Denn es gibt zwar ein vergleichbares, sogar größeres Teleskop in China, aber Arecibo ist in dem Sinne einzigartig, dass Arecibo nicht nur eine Empfangsanlage gewesen ist, sondern auch eine Sendeanlage. Das heißt, man hat es auch ja, für Radarmessungen verwendet, zum Beispiel um erdnahe Asteroiden damit hochpräzise zu vermessen. Und dafür haben wir zurzeit ganz akut einfach gar keinen Ersatz. Es gibt da jede Menge Initiativen, von denen wir auch durchaus sagen können, unterstützt das doch, dass das Teleskop neu wieder aufgebaut wird. Wert wäre es das auf jeden Fall. So, ein weiteres Highlight in der Astronomie gab es jetzt noch in diesem Monat, nämlich am 3.12. Da ist zumindest eine vorläufige Version des Data Release 3, der EDR-3, der Gaia-Mission der ESA veröffentlicht worden. Und auch wenn Gaia natürlich keine solchen schönen bunten Bilder liefert wie Hubble oder ähnliche Teleskope, das, was man rechts sieht, ist auch eigentlich kein Bild, sondern es ist tatsächlich wirklich aus Lichtpunkten zusammengesetzt, aus den entsprechenden Sternen, deren Positionen Gaia mit nie vorher möglicher Präzision vermessen hat. Auch wenn es sozusagen insofern keine immer neuen optischen Reize liefert, ist es tatsächlich so, dass sich die Gaia-Mission seit ihrem Start, das ist ja inzwischen ist jetzt inzwischen auch wieder ein paar Jährchen her, zu einer der produktivsten astronomischen Missionen entwickelt hat. Einfach, weil es einen riesigen Unterschied macht, welche Entfernungen man kennt, weil da außerdem viel an Statistik über entsprechende Sterneigenschaften möglich geworden ist, wovon man vorher nur träumen konnte. Also Gaia hört sich am Anfang immer so ein bisschen an, keine großen Entdeckungen machen, einfach nur entsprechende Sterneigenschaften, vor allem eben dann die Positionen und die Entfernung besonders genau messen. Das klingt so ein bisschen eher buchhalterisch als wirklich auf Entdeckung ausgerichtet, aber tatsächlich ist dieser Datenschatz, den Gaia geliefert hat, da wirklich eine Menge an Daten, in der dann entsprechend die Entdeckungen möglich werden und in der dann auch systematische Untersuchungen möglich werden. Wir werden im neuen Jahr entsprechend dann von Stefan Jordan, der uns ja in dieser Reihe auch schon sehr detailliert etwas über Gaia erzählt hat und über die entsprechenden Daten, damals noch des letzten Datenreleases, wir werden von Stefan Jordan dann auch etwas über die neuen Daten hören. Aber was man jetzt schon so als ein Highlight herausheben kann, ist, dass Gaia das erste Mal tatsächlich die Beschleunigung unseres Sonnensystems als Ganzes gemessen hat. Das einfache Bild, was man dazu haben kann, ist, stellen Sie sich vor, Sie gehen im Regen mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Dann ist es natürlich so, einfach aufgrund der Geschwindigkeitsaddition, dass Sie in Ihrem bewegten Zustand den Regen nicht von oben nach unten fallen sehen, sondern der kommt Ihnen etwas entgegen, einfach weil es da eine Relativgeschwindigkeit durch Ihre eigene Geschwindigkeit gibt. So etwas gibt es auch für Sternenlicht, das uns aus unterschiedlichen Richtungen erreicht und
die Kombination dieses Sternenlichts mit der Bewegung, insbesondere der Erde um die Sonne. Das hat schon James Bradley Mitte des 18. Jahrhunderts nachgewiesen. Und hinzu kommt jetzt aber noch eine Änderung dieser Geschwindigkeit, die tatsächlich sich aus dem Umlauf unseres Sonnensystems um das Zentrum unserer Milchstraße ergibt. Und diese Beschleunigung, die ist jetzt tatsächlich das erste Mal mit diesen hochpräzisen Messungen von Gaia nachgewiesen worden. Also einfach ein schönes Ergebnis. Wie gesagt, schalten Sie dann später wieder ein, schaltet später wieder ein, wenn uns Stefan Jordan dann in ein paar Wochen da sehr viel Genaueres zu erzählt. Ja, der Dezember hat eigentlich noch eine ganze Reihe an weiteren Dingen zu bieten. Man hat fast schon das Gefühl, dass sich die Ereignisse eigentlich hier im letzten Monat konzentrieren. Für dieses Ereignis, für das viele Sonnenfinsternisfreunde und Freundinnen vermutlich lange gespart und darauf hingefiebert haben, gab es dann doch allerdings das eine oder andere Problem. Zum einen ist es natürlich sehr, sehr schwer geworden, diese totale Sonnenfinsternis, die am 14. Dezember über Südamerika stattgefunden hat, überhaupt zu erreichen. Man muss nach Südamerika erstmal hinkommen. Viele Sonnenfinsternis-Freunde und Freundinnen, die gerne dorthin gefahren wären, entweder nach Chile oder nach Argentinien, sind dann doch besser zu Hause geblieben und haben versucht, die Sonnenfinsternis über einen der diversen Livestreams zu verfolgen. Aber auch da war es ein bisschen schwierig, weil insbesondere Chile, der Teil von Chile, also westlich der Anden, auf der westlichen Seite halt eben der Anden, mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes im Regen standen, während diese totale Sonnenfinsternis stattgefunden hat. Und auch nur in Teilen von Argentinien, wo der Finsternispfad entlang gelaufen war, war dann überhaupt die Corona der Sonne zu sehen, als sich der Mond vor die Sonne geschoben hat. Es gibt also relativ wenig Bildmaterial von dieser Finsternis überhaupt. Das dürfte also mitunter einer der am schlechtesten bildtechnisch dokumentierten Sonnenfinsternisse der letzten Zeit überhaupt gewesen sein. Ein tolles Bild hier von einem deutschen Amateurastronomen habe ich hier mal rausgepickt. Da ist so als kleiner Ausschnitt auch noch ein Komet mit hervorgehoben, der ein paar Tage zuvor von der Sonnenbeobachtungssonde SOHO entdeckt wurde und der dann tatsächlich auf diesem Sonnenfinsternisbild halt eben auch noch mit zu sehen gewesen ist. Wenige Tage später war noch ein beobachterisches Highlight angesetzt, eins, das man tatsächlich auch schon in Andeutungsweise hätte sehen können, wenn man bei dieser Sonnenfinsternis vor Ort gewesen wäre und da wirklich komplett klaren Himmel gehabt hätte. Dann wären nämlich auch Jupiter und Saturn am Taghimmel relativ nah beieinander zu sehen gewesen. Das wiederum ist etwas, was sich in den Tagen vor Weihnachten, insbesondere zur Wintersonnenwende jetzt am 21. Dezember, seinen Höhepunkt hätte finden sollen. Jupiter und Saturn, die hier auf der rechten Seite des großen Bildes ein paar Tage vorher zu sehen, ungefähr im scheinbaren Durchmesser des Vollmondes auf Abstand befinden, sind da auf ungefähr ein Sechstel dieses Abstands aneinander gerückt. Allerdings hat das aus dem deutschen Sprachraum nur eine Minderheit der Leute, die das ganz gerne gesehen hätten, auch tatsächlich sehen können. Denn gerade am 21. waren große Teile Mitteleuropas unter einer durchgehenden Wolkendecke. Es hat teilweise sogar geregnet, wie zum Beispiel hier bei uns. Und es gab nur den ein oder anderen Glücksblick durch die Wolkenlücke. Und diejenigen, die sich ganz im Osten Deutschlands, so an der Richtung der polnischen Grenze befanden, die hatten dann noch die besten Chancen, am 21. Dezember überhaupt etwas zu sehen. Auch in den Tagen danach war das Wetter eigentlich eher flau, sodass man von diesem nahen Ereignis, dieser nahen Begegnung dieser beiden Planeten nicht so richtig was hatte, leider. Sodass für mich dann eigentlich das schönere Konjunktionsereignis fast schon im Frühjahr stattgefunden hat, als nämlich die Venus durch die Plejaden gewandert ist. Ja, was erwartet uns so als kurzer Ausblick im nächsten Jahr astronomisch? Schon ein bisschen etwas. Einerseits warten natürlich entsprechend in der Profi-Astronomie schon viele Menschen seit vielen Jahren darauf, dass dieses schöne Teil hier unten links, das JWST, endlich startet.
auch wenn es manchmal also als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops bezeichnet wird, dass es dann vom entsprechenden Spektralbereich doch nicht ganz, sondern das James Webb ist tatsächlich auf den Infrarotbereich spezialisiert. Da gibt es dann also insbesondere interessante Dinge über braune Zwerge, über entsprechende Exoplaneten, zumindest über größere, deren Atmosphären man dann auch wird studieren können. Ansonsten natürlich über die am weitesten entfernten Galaxien, die aufgrund der Rotverschiebung dann natürlich entsprechend auch im Infrarotbereich sichtbar sind. Also da wird es dann alles, wenn alles so bleibt mit der Planung wie jetzt, wird es entsprechend im Herbst 2021 losgehen mit dem Start dieses Teleskops und dem doch etwas komplizierten Entfaltungsmechanismus. Und dann wird es entsprechend viele spannende Beobachtungen in diesem Bereich geben. Ansonsten hier unten rechts, das Bild kennt ja inzwischen auch jeder. Das ist also entsprechend das erste Bild vom Schatten eines schwarzen Lochs. Heino Falke hatte ja in einem entsprechenden Vortrag hier darüber geredet. Auch da erwarten wir weitere Ergebnisse. Ob es jetzt tatsächlich schon das entsprechende Bild oder eher eine Art Film aus dem Zentrum unserer eigenen Milchstraße sein wird mit dem dortigen supermassereichen schwarzen Loch, das ist noch nicht ganz klar. Aber ich denke, spannende Ergebnisse für bestimmte Eigenschaften jetzt dieses hier abgebildeten schwarzen Lochs wird es auf alle Fälle geben. Also auch da halten wir einfach mal die Augen offen. Generell ist es natürlich schwierig, vorherzusagen, welche Forschungsergebnisse uns im nächsten Jahr erwarten werden. Da müssen wir also einfach mal so ein bisschen gespannt sein. Was die Themen aus der beobachterischen Astronomie und ja aus verwandten Bereichen zur Astronomie, wie zum Beispiel aus der Raumfahrt oder aus der Erforschung unseres Sonnensystems angeht, haben wir einen gewissen Zeitplan. Zum Beispiel wird der Mars eben auch wieder in den Fokus rücken, nicht nur der Beobachter, sondern halt eben auch von gleich mehreren Mars-Missionen. Insbesondere soll am 18. Februar halt Perseverance auf dem Mars landen, also ein Mars-Rover, der dann halt auch wieder nicht nur Bilder zeigen soll, sondern auch jede Menge Proben sammeln und untersuchen soll. Also da erwartet uns hoffentlich, wenn dann alles glatt geht, mit dieser Landung, die da hier in der Animation mal versucht wurde zu illustrieren, dann auch wieder Neues vom Mars. Was die Nutzer von Teleskopen angeht, sieht das Jahr 2021 nicht ganz so spannend aus wie das, was wir in diesem Jahr gehabt haben. Nahe Begegnungen von Planeten und insbesondere der Mondsichel wird es natürlich auch immer wieder geben. Die üblichen Sternschnuppenströme sind auch wieder da, teilweise durch den Mond gestört, teilweise nicht. Es gibt auch ein paar Finsternisse, von denen haben wir allerdings leider nicht allzu viel. Zwei Mondfinsternisse gibt es, die sind aber alle eher was so für die Leute, die ein paar Zeitzonen weiter so in Amerika beheimatet sind. Und von den beiden Sonnenfinsternissen ist nur eine am 10. Juni interessant, allerdings auch da eher so mittelmäßig. Das ist hier mal, habe ich mal versucht, in dem Bild oben links so ein bisschen zu illustrieren. Das ist eigentlich eine ringförmige Sonnenfinsternis, aber ringförmig. Um die ringförmig zu sehen, muss man sich ganz im Norden Kanadas oder in der Arktis befinden. Wir hier im deutschen Sprachraum werden da ja nur so eine angeknabberte Sonne zu sehen bekommen, die wir also, ja, auch mindestens eine Sonnenfinsternisbrille, aber auf jeden Fall halt eben entsprechende Schutzmaßnahmen brauchen. Da gilt, je weiter man im Norden ist, desto besser, desto mehr von der Sonne wird vom Mond abgedeckt bei dieser Sonnenfinsternis. So im äußersten Südosten von Österreich beispielsweise sind es weniger als 5%, während Flensburg ist dagegen, hat knapp 20% der Sonne, die da abgedeckt werden. Nichtsdestotrotz, aber mehr als so ein Happen, ja, im Prinzip so ähnlich wie beim Apple-Logo, der da rausgebissen wird, wird es leider nicht werden. Ansonsten gilt aber natürlich, ähnlich wie bei dem Kometen NEOWISE, es kann auch während des Jahres immer noch das ein oder astronomische Überraschungsobjekt vorbeischauen oder plötzlich am Himmel auftauchen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch was mit der Bittergeuze. Also gucken wir mal. Da dürfen wir uns tatsächlich auch so ein bisschen überraschen lassen. Wobei wir uns nicht überraschen lassen, ist, dass es auch bei Faszination Astronomie Online im nächsten Jahr weitergeht. Nämlich mit dem Herrn da oben, mit Markus Pössl.
Soll ich mich jetzt selbst ansagen oder was? Was sind denn das für Bräuche auf einmal? Nein, wir schauen lassen Markus Pössl also am nächsten Dienstag einfach mal in eine der wirklich grundlegenden Techniken der Astronomie, nämlich die Spektroskopie, schauen. Astronomie ist eben deutlich mehr als Bilder und dementsprechend, wie funktioniert das eigentlich? Warum nutzen Astronomen diese Technik? Was kann man lernen, wenn man das Licht der Sterne und anderer Himmelsobjekte nach Farben, nach Wellenlängen, nach Energien zerlegt? Und was steckt da dahinter? Wir werden sehen, eine ganze Menge. Und jetzt können wir durchaus mal schauen. Wobei es hier jetzt tatsächlich in dem Vortrag um die Basics gehen soll. Wir hören mit Freude immer von Leuten, die uns sagen, dass sie über Faszination Astronomie Online jetzt eigentlich als erstes zur Astronomie gekommen sind, da natürlich dann entsprechend auch noch ein paar Grundlagen brauchen. Insofern auch da wollen wir im kommenden Jahr noch etwas mehr bieten. Und jetzt fangen wir mit dem Thema Spektroskopie hier eben einfach mal früh an. So, jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Fragen rein. Wir haben hier so ein paar kleinere Nachfragen direkt zu den Themen, zu denen wir was gesagt haben, aber auch so ein paar allgemeinere Sachen. Zum Beispiel einmal die Rückfrage, wann denn Osiris-Rex oder besser gesagt die von Osiris-Rex gelandeten Proben zur Erde zurückkommen sollen. Das wird ein Weilchen dauern tatsächlich. Die Raumsonde selber ist sozusagen zurzeit noch im selben Umlauf wie der Asteroid halt eben um die Sonne. Und geplant ist, dass man da dann also wieder in eine Umlaufbahn einschwenkt, die die Sonde wieder zurück zur Erde führt, sodass man dann halt diesen Probenbehälter abwerfen kann, allerdings erst 2023. So, ich sehe hier ganz oben, da gab es eine sehr allgemeine Frage, damals zu Bittergeuze. Was sind so die größten Faktoren, die die Helligkeit von Sternen beeinflussen? Also abgesehen von der Größe, vermutete der Frager. Ganz richtig, also erstmal ist die Größe natürlich sehr wichtig. Je mehr Oberfläche da ist, die abstrahlt, umso mehr Licht bekommen wir. Ansonsten ist die Temperatur der lichtabstrahlenden Regionen sehr wichtig. Also ein entsprechender blauer, extrem heißer Stern, der strahlt da deutlich heller als ein roter Stern. Wie sich das da dann zusammen kombiniert, das hängt natürlich immer davon ab. Also rote Riesen wie Bittergeuze jetzt hier, die sehen wir auch deswegen so hell und die sind deswegen auch an unserem Nachthimmel bei den Sternen, die wir mit dem bloßen Auge sehen, deutlich überrepräsentiert, weil sie eben so riesenhaft groß sind und deswegen trotz ihrer relativ geringen Temperatur noch sehr viel Licht ausstrahlen, das uns erreicht. Gibt ja auch Sterne, wo sich die Größe dann entsprechend ändert durch Pulsation und das dann auch die Helligkeit periodisch verändert. Also da gibt es dann eine ganze Reihe von Faktoren, die da beitragen, aber die wirklich zentralen Faktoren sind Oberflächentemperatur und Größe. Dann haben wir hier eine nochmal allgemeinere Frage. Gibt es dann ein Schema, nach dem Sterne benannt werden, sofern sie eigene Namen bekommen? Da kann man jetzt ein ganzes Fass zu aufmachen zu der Thematik. Viele Sterne, wie zum Beispiel die Bethe-Geuze, haben ihren Namen schon sehr, sehr lange. In dem Falle halt auch lustigerweise gerade im deutschen Sprachraum einen, der eigentlich völlig anders ist, nämlich aufgrund einer Falschschreibung, auch sogar in der Neuzeit, da wurde nämlich aus einem L ein I. Im Englischen sagt man nämlich Betelgeuse, also da steht eigentlich ein L. Aber irgendjemand hat hier mal auf einer deutschen Sternkarte ein I daraus gelesen, sodass wir Bethe-Geuze sagen dazu. Da sieht man dann auch, dass solche Sternennamen sich im Laufe der Zeit verändern. Viele der hellsten Sterne, die wir so am Nachthimmel haben, haben Namen arabischen Ursprungs, die man zum Teil auch noch irgendwie zurückführen kann, wo das dann irgendwie sowas heißt wie Fuß dieser oder jenen Figur oder Kopf oder Hals. Teilweise sind die Namen aber auch griechischen, lateinischen oder sogar ägyptisch, sumerisch-babylonischen Ursprungs. Die allermeisten, bekannten Sternennamen sind allerdings tatsächlich wirklich aus dem Arabischen und stammen aus dem Mittelalter. Das heißt jetzt nicht, dass nicht auch in der heutigen Zeit Sterne mal neue Namen bekommen. Da gibt es ja durchaus seit einigen Jahren auch die Unsitte von, windigen Firmen, die Namensgebungen von Sternen zu verkaufen. Das Problem ist nur, da wird dieser Sternname dann leider meistens, wenn überhaupt, nur in der Kartei
dieser einen Firma eingetragen und die AstronomInnen weltweit interessieren sich nicht dafür, ob diese Firma jetzt gerade diesen oder einen Stern zur Benennung für irgendjemand anderen freigegeben hat. Was es tatsächlich allerdings gibt, sind Initiativen der Internationalen Astronomischen Union, wo dann beispielsweise auch gerade in den letzten Jahren Sterne mit Planetensystemen ja zur Benennung freigegeben wurden. Und da gab es dann Wettbewerbe. Und jedes Land konnte, unter anderem zum Beispiel auch Deutschland, in dem Falle dann halt einen Stern mitsamt seinen Planeten jeweils benennen. Und galt es natürlich für all diejenigen, die sich an dem Wettbewerb beteiligt haben, sich auch schöne Namen auszudenken. Und über die wurde dann abgestimmt. Eine solche Aktion wird es tatsächlich voraussichtlich im nächsten Jahr sogar wieder geben. Da können wir also tatsächlich zu sagen, stay tuned. Da werden wir dann nämlich auch wieder hier direkt vom Haus der Astronomie auch mit zu tun haben. Für mich war der größte Kontrast zwischen 2019 und 2020 die Aktion davor, wo wir bei der DLR Raumfahrtshow in Erfurt, die wirklich eine rekordbrechende Zahl von Kindern und Jugendlichen da in das Fußballstadion bekommen hat, wo wir da die entsprechende Benennungsaktion für einen Exoplaneten vorstellen durften. Solche Menschenansammlungen sind natürlich in diesem Jahr etwas absolut Irreales. Also dieser Kontrast war schon sehr beeindruckend. Ich mache mal mit meiner nächsten Frage hier zu einem von meinen Themen weiter. Wir haben ja ein Foto eines schwarzen Lochs gemacht. Nun frage ich mich, ob es ähnliche Projekte mit anderen Objekten gibt. Ja, auf alle Fälle eben, wie kurz erwähnt, für das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Tatsächlich war es ja so, als das erste Foto des Schatten eines schwarzen Loches herauskam, dass bis zur letzten Minute noch viele Leute geglaubt hatten, oh, das wird jetzt das erste Foto vom Zentrum unserer Milchstraße, weil das einfach das Objekt war, für das diese Fototechnik schon länger im Gespräch war. Tatsächlich war es dann das deutlich weiter entfernte schwarze Loch im Zentrum von M87, deutlich weiter entfernt, damit kleiner, aber entsprechend massereicher, damit größer. Und insgesamt hat sich das gerade so kombiniert, dass damit dann das erste Foto möglich war. Das Problem bei der Milchstraße ist tatsächlich, dass man da entsprechend auf kürzeren Zeitskalen Veränderungen hat. Das heißt, eigentlich muss man, um ein Bild zu rekonstruieren, gleich einen ganzen Film rekonstruieren. Aber auch das ist in Arbeit. Natürlich auch da wieder durch Corona und die entsprechende Probleme weltweit koordinierte Teleskopbeobachtungen, jetzt in dem Falle mit Millimeter-Submillimeter-Teleskopen zustande zu bekommen, gehemmt. Aber das kommt in den nächsten Jahren bestimmt noch und wird sicherlich ein weiteres sehr spannendes Resultat in diesem Bereich sein. Ja, dann haben wir hier eigentlich noch so die uns alle bewegenden Fragen. Wie geht es mit dieser Vortragsreihe weiter, wenn das mit Corona vorbei ist? Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt, denn normalerweise haben wir natürlich Veranstaltungen bei uns im Haus der Astronomie vor Ort. Und die Zeit, die wir jetzt sozusagen für die Organisation und die Durchführung von denen aufgewendet haben, die ist dann jetzt hier halt in das neu ins Leben gerufene Faszination Astronomie Online gegangen. In irgendeiner Form wird Faszination Astronomie Online in jedem Fall weitergehen. Das haben wir uns auf jeden Fall schon geschworen. Vermutlich aber in abgespeckter Version, sobald es bei uns dann auch wieder Veranstaltungen vor Ort gibt. Da müssen wir mal so ein bisschen gucken. Wir sehen natürlich auch eben, dass die Reihe hier auch eine ganze Reihe von Zuschauern hat. Und nein, wir lassen euch da auf keinen Fall hängen. Und in dem Sinne, es wird also in jedem Fall auch jetzt erstmal noch weitergehen. Denn auf absehbare Zeit werden sich ja wir vom Haus der Astronomie halt eben dann tatsächlich noch im Homeoffice befinden, von zu Hause aus arbeiten. Und es werden bei uns vermutlich noch mindestens die erste Jahreshälfte 2021 lang keine Veranstaltungen möglich sein. Und da wir natürlich möchten, dass so viele von Ihnen wie möglich noch so viele Vorträge wie möglich bei uns sehen können, natürlich auch die Bitte an alle, die hier zusehen. Sie wissen, dass wir gerade in einer Situation sind, die schwieriger ist, als das direkte Umfeld einem suggeriert. Es ist natürlich so, dass eine Reihe von uns noch
keine Menschen persönlich kennen, die vielleicht erkrankt sind oder sogar gestorben sind. Bei mir ist das inzwischen in Bezug auf die Erkrankung tatsächlich anders. Insofern lassen Sie sich nicht dadurch in Sicherheit wiegen, dass um Sie herum das Leben noch einigermaßen normal aussieht. Es ist tatsächlich so, dass die Situation in den Krankenhäusern schwierig sind, dass unsere Gesamtzahlen gerade sehr hoch sind. Also halten Sie sich bitte an die entsprechenden Maßnahmen. Seien Sie vorsichtig, versuchen Sie nicht, die Freiräume auszureizen, sondern seien Sie im Gegenteil verantwortungsbewusst und tun Sie vielleicht etwas mehr zur Kontaktvermeidung als das absolute Minimum. Und auf die Art und Weise hoffen wir dann, dass wir alle zusammen gut durch diese Krise kommen, um dann gemeinsam noch viele weitere spannende astronomische Entdeckungen, astronomische Himmelsereignisse und Ähnliches zu erleben. So, letztes Schlusswort von dir, Caro. In diesem Sinne, kommen Sie gut ins neue Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei Faszination Astronomie Online.